Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Stoppenbach im LS19 am Samstagmorgen. Einen wunderschönen. Wir sind ja gestern fertig geworden mit dem. Oder was heißt fertig geworden? Wir haben auf jeden Fall diese. Das kleine grüne Stück zwischen unserem neu erworbenen Feld Nummer 81 und 80 rausgefügt und somit die zwei Felder zu einem großen Feld vereint. Und wir fahren nochmal schnell den Xerion hier nach Hause, waschen, ja, kurz drüber läuft und da passt die Sache. Dann werden wir gleich mal gucken, dass wir jetzt den Fan dran holen und direkt mal ansehen, dass es auch weitergeht. Feldertechnik muss ich gucken, weil ich glaube, da ist tatsächlich noch nichts reif. Nee, ich glaube, die 80 war die einzige, war das einzige Feld, was tatsächlich reif war zum Abernten. Der Rest sieht noch nicht so gut aus. Hat der nicht auch mal. Ah. Ach, das ist jetzt auch eine Doppelbilligung, ne? Gut. Okay, zack. Dann war schon den guten Kollegen mal kurz ein bisschen ab. So, dann glänzen die Michelin-Reifen auch wieder. So. Passt. So, stecken das Teil zurück. Oh, das Lenker hat ein bisschen später zurückgeklappt, aber gut. Braucht man nicht reparieren, gut. Und gucken, aber ich glaube, ich kann hier reinfahren, oder? Doch, das geht. So, ein Stückchen, passt. Stopp, das wollte ich eigentlich haben. Ein Stückchen zurück. Das war zu viel. Wir können eigentlich Allrad mal wieder ausschalten. Das habe ich immer noch an. Zack. Hoppala. So, Handbremse an, das passt. Dann Lumleuchte auch noch aus. So, dann schnippen wir uns gleich mal den Fan hier drüben. Da vorne steht auch schon direkt der Tank. Da braucht man mal ein bisschen nachfüllen. Oder? Ich fülle doch lieber nochmal nach, weil. Nicht, dass er dann irgendwo am Feld steht und nochmal auffüllen braucht und ich dann nochmal rauffahren muss. Ich glaube, da lohnt sich schon eher, wenn wir jetzt nochmal komplett vollfüllen. Und dafür können wir dann länger ansehen am Stück. So, zack. Fast. Fahren wir dann nochmal schnell rüber zum Händler. Da ist das Tor noch zu. Wartet, Leute. Das haben wir gleich. Ah. Perfekt. So, können wir hier auch rinfahren. Ich weiß gar nicht, öffnet sich das Tor automatisch? Ich glaub's nicht. Oder öffnet sich das automatisch? Ich weiß es gar nicht. So. Ja, nochmal 400 Euro knapp. Das geht, ja. So, dann fahren wir mal runter. Wir haben nur überlegen. Oh Gott. Was war das denn? Ah, ich habe herausgefunden, was war. Ich habe tatsächlich bei meinem Setup hier ein bisschen was umgebaut, was die Deko angeht, weil ich aber das ein oder andere Modell hier rumstehen. Und da habe ich tatsächlich etwas ein bisschen so eine. Karte vom LS, wo alle Schiff positioniert und da ist sie gerade runtergefallen. Alter, ich habe gerade einen halben Herzinfarkt gekriegt, ne? Junge, plötzlich fällt da sowas um vor mir. Und wenn ich vor mir ein bisschen weiter links vor mir, aber trotzdem. Wenn ich nur das Geräusch gehört, ich glaube, ihr habt das auch gehört. Gott, oh Gott. Ah, aber alles nichts kaputt gegangen. Ist nur 20 cm gefallen. Und war nicht zerbrechlich. So, diesmal hier wieder hoch. Wir ballern da. Warte mal. Dicker Fehler. Wir wollten auch den Mais ansehen, ne? Warte mal kurz. Das war natürlich so nicht geplant. Sehmaschinentechnisch, was wollen wir denn da nehmen?
Einzelkorn, was haben wir denn mit drauf? Wir könnten natürlich auch den Kollegen hier wieder mit, wieder nehmen hier. 180 PS, 9 Meter, das ist eigentlich immer ganz gut gewesen. Die haben wir auch mal gemietet gehabt. Und die werden wir uns, glaube ich, nochmal wieder mieten. Ja, das werden wir so machen. Aber ich habe tatsächlich jetzt komplett vergessen, dass wir da Mais ansehen müssen, ne? Und mit dem, wo der schön teilt, geht das leider nicht. Und hinter uns war schon mal wieder ein bisschen Stau. Ich werde jetzt aber hier über unseren Waldweg fahren, weil es eindeutig schneller geht, so würde ich sagen. Da muss ich dann auch noch mal gucken, dass ich den Boden hier ein bisschen anpasse. Uiuiuiui. Aber ab ein Stückchen weiter vorne können wir wieder ein bisschen Gas geben. So. Passt. Auch hier. Vorne nur letzter Halberer. So, wie sieht denn die Sojabohne hier schon aus? Ja, die braucht noch ein bisschen, die ist noch grün. Bremsen. So. Ja, und um dieses Feld ging es halt, ob wir die verkaufen wollen, ne? Ist halt die Frage. So, bremsen. Bin ja dann über. Hoppala. Bin ja tatsächlich mal überlegen. Sag mal. Jetzt halt aber. Und zwar glaube ich, wäre es am schlauesten, wenn ich jetzt das Zeug, was wir jetzt hier vorne drin haben, entlade und das dann drüben auffülle. Oder in die andere Sämaschine reinpacke. Weil wir dann nicht nochmal extra gesagt kaufen müssen. Ich hab's halt auch mal mit den Wänden, ne? Ja, was wollte ich sagen? Genau, dass wir uns nicht nochmal ein neues Saatgut kaufen müssen. Das heißt, sonst haben wir wieder irgendwo Big Bags rumstehen, die wo wir nicht brauchen. Oder was heißt nicht brauchen? Wir brauchen sie nach einer Zeit schon. Aber ich habe eigentlich oben extra diese, haben wir das was Falsches? Ja, so. Extra diese Tanks platziert, damit wir das umgehen können. Und das geht natürlich so nie, wenn ich mir jetzt da wieder was hole. So, aber ich werde mir tatsächlich ein Gewicht vorne dran machen. Kurze Zwischenfrage, wir hatten mal ein Fendgewicht. Oh, wow. Das war natürlich, ich dachte mir gerade, wo ist das Fendgewicht denn, aber es steht vor mir. Gut, kann man machen. So, zack. Aber durch dass das eine meines Erachtens zum Hochheben ist, werden wir dem mal kurz vorne ein bisschen Ballast geben. Das heißt, wir kuppeln das wunderschöne Teil hier an. Ja, das passt so. Sinn. Steht nicht drauf, ich glaube 1,5 Tonnen irgendwie sowas. Ich fahre jetzt aber schnell rückwärts. Weil wir fahren doch auf 26, ist eigentlich relativ gut. So, da drüben, da steht schon das wunderschöne Teil, was wir uns, wenn wir wieder flüssig sind, auch bald auch mal kaufen werden oder müssen. Weil ich will das tatsächlich die ganze Zeit mieten. Aber mit dem nächsten Mal Silage Verkauf. Ah nee, warte mal. Silage braucht eine Zeit zum Gären. Die können wir also spätestens am übernächsten Tag verkaufen. Ach, die hat auch eine Düngerfunktion. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Aber wir haben da scheinbar gedüngt, ne? Soweit ich weiß. Auf jeden Fall die 81, die 80 muss ich dann nochmal schnell machen. Ja. Schon eine Düngestufe drauf. Das heißt. Wir brauchen eigentlich keinen reinmachen, weil normalerweise, meines Erachtens, funktioniert das dann nämlich nicht. Ja, werde ich keinen Dünger reinmachen. Sondern da dann einfach später nochmal. Dann, wenn es ein Stückchen gewachsen ist, einfach nochmal drüber düngen. Und dann passt die Sache, glaube ich, hoffe ich. Auto kommt keins. Das heißt, wir können darüber. Ich fahre jetzt hier absichtlich die Straße, weil das Teil da hinten nicht ganz so leicht hinterherläuft.
oder was er leicht hinterherläuft. Ist halt ein bisschen größer und braucht halt ein bisschen mehr Platz. Und da ist so ein enger Waldweg, glaube ich, nicht das Optimale, meines Erachtens. So, Kollege, Sie, ja, für die letzten halben Sekunden im Blinker gesetzt, kann man machen. Aber wir dürften hier, glaube ich, jetzt vorbeikommen, bevor auf jeden Fall die andere Bahn da vorne kommt, ansonsten wird es kritisch. Oh, ging sich aus. Haja, aber es ging sich aus. So, warte mal, oh Gott. Ja, wir müssen das Teil ja noch irgendwie warte mal, ich bin falsch rum dran. Ich schieb's jetzt immer zurück, weil ich bin falsch rum dran. Ich muss ja das nochmal umkuppeln. Weil das ist ja nur die Transportstellung. Aber. Oh, da ein bisschen an der Stelle hingerückt. Aber ich werde da tatsächlich. Kann ich dieses wegklappen? Ich glaube, ich hänge es jetzt hier an und dann kann ich das zusammenklappen normalerweise. Mit O? Nee, mit X? Ah, mit X, okay. War mir nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt O oder X war. Aber das ist schon ein dickes Teil, ne? So, störe ich hier? Ich glaub's nicht. So, warte mal. Motor aus. Das heißt, ich fahre den Drescher mal ganz kurz, den räumen wir dann später auf. Ich fahre aber nur kurz vom Feld runter. Damit ich hier jetzt drüber düngen kann. Aber wir können natürlich den Ducano hier. Den Ducano hier auch dünn, vielleicht wird es dann ein großer Lexio. Natürlich auch nicht schlecht, ne? So. Zum Glück haben wir den 6M hier schon oben stehen gelassen. Brauche ich den bloßen Motor anschalten. Und kann er direkt hier gleich mal kurz drüber düngen. So, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich muss da mal wieder gucken, weil ich habe schon so lange keinen Feldkurs mehr eingescannt. Also. Keinen neuen. Scheiße. Ja, ich habe hier gepflügt, ne? Wir haben ja Einzelkorn, das heißt, wir brauchen nochmal eine Gruppe. Mann. Es tun sich Tiefen auf. In dem Fall gepflügtes, was ich nochmal untergruppern muss. Oder drüber gruppern. Aber zum Glück haben wir eine Gruppe am Hof. Das heißt, ich verursache doch ein bisschen Stau. Kollegen, es geht da hinten gleich weiter. Ich muss ja bloß nochmal schnell einen Grupper holen. Haben wir noch einen Traktor am Hof? Ja, Johnny, ne? Die Zählen werde ich jetzt dafür nicht nehmen, weil das ist doch, glaube ich, ein bisschen overpowered. Und der Johnny, der Premium mit seinen 210 oder 230 PS ist, glaube ich, dafür mehr. Reicht dafür aus, sagen wir so. Kann ich die zwei Stellen auch hier irgendwie wegdünnen oder? Ne, die bleiben. Okay, gut. Dann wissen wir das auch. Warte. Habe ich jetzt alles gedüngt? Ja, sieht gut aus. Okay. Das heißt, wir fahren ganz kurz wieder hier hin. So. Ich fahre jetzt ganz kurz den Fan noch ein Stückchen vor, weil die hinten. Oh. Ich glaube, der Bedomische müsste weit und kommt aber nicht weiter. Aber er hupt nicht, das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt kommt er aber vorbei, ne? Ja. So, da ist der Johnny. Zack. Oh, ich bin das halt schon lange nicht mehr gefahren. Ja, was heißt lange? Er war letztes Mal beim Kalken im Einsatz. Aber selber bin ich jetzt schon länger nicht mehr gefahren. So auf jeden Fall bei Feldarbeiten. Das letzte Mal war. Warte mal, wo will ich denn hin? Hier ist der komplett falsch. Ich muss zum Gruber, nicht zu der Sämaschine. Da fahre ich so selten rein, ne? Also. Oh, warte mal. Wir müssen ja, glaube ich, das komplette Feld vorher nochmal gruppern, bevor wir da ansehen, oder? Ja, ja, ich glaube schon. Weil wir haben wieder mal eine Einzelkorn. Zum Glück ist mir nochmal schnell eingefallen. Das heißt, wir können heute noch gar nicht ansehen. Der Prima muss ja vorher mal kurz drüber gruppern. Gut, das wirft natürlich jetzt meinen Plan komplett über den Haufen. Daran habe ich halt wirklich nicht mehr gedacht, ne? Ja, auf der Gemeinde Rade haben wir nur Direktsaat, weil die hat vorne auch eine Gruppe. Sagt man denn da? Gruppe Anbau mit dran. Ich glaube, so kann man es richtig beziffern, bezeichnen. Und ja, wir haben tatsächlich einfach nur eine einfache Einzelkorn.
Und ja, das heißt, aber ich werde mir hier auch kein. Ja, da brauche ich eigentlich keine Gruppe. Nee, ich glaube, ich bleibe tatsächlich so, weil ich will nicht überall einzeln kontrollieren, sieht immer nur das gleiche. Und ein bisschen Abwechslung soll es ja auch geben. So, warte mal, das heißt, wir werden am Johnny gleich mal den ersten Kurs hier ausprobieren. Nur so hinfahren. Wir klappen das Teil da hinten mal aus. Ich weiß gar nicht, wie breit die sind. Der hatte 6 Meter. Kurz nachgucken. Gruppe. Da ist er. Nee. 400 PS für 7,7 Meter? Jungs. Ja, gut, ne? Die braucht 200, hat 6,2 Meter und wir haben jetzt 5. Wieso brauchen die Samsung Fan dann so viel PS? Also, ja. Ja, wahrscheinlich wegen den Zinken und so, weil die halt richtig tief im Boden reingehen. Wahrscheinlich deswegen. 240 kann sein. 5 Meter haben wir. Gut. Ich kann sein, dass er keine 240 hat, aber er zieht es trotzdem. Also, keine Probleme. Oder wir können es vorher nochmal kurz testen. Dann tun ihm normal Rad geben. Ja, easy. Es geht easy. So, jetzt machen wir hier tatsächlich eine Kursgenerierung. Aktuellen Feldrandkurs berechnen. Ja. Warte, ich ein bisschen rausgehen hier. Ja, das sieht gut aus. Ich kann's noch, Leute, ich kann's noch. Dann mal nur ganz kurz anzeigen. Okay, ich krieg keine Anzeige, gut. Aber dann müsste eigentlich komplett einmal außen rum gehen. Das heißt. Jetzt machen wir. Kurs generieren. Durchgeladener Kurs ist, glaube ich, richtig. Probieren wir mal zweimal. Oder? Ne, komm, machen wir dreimal. 5 Meter, das passt. Machen wir einfach mal. Okay, es ist nichts passiert. Landekurs. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Nehmen wir da einfach mal eine 81 draus. Muss ich ein bisschen tippen, mal das dauert aber. Schon ein bisschen hier. Ich möchte jetzt einfach die 81 machen. Warte mal, stopp. So. Jetzt dürfte es klappen, oder? Ah, ne, warte mal. Zack. Haben wir jetzt irgendwas, was das sein könnte? Ah, dann auch zeigt. Suchen wir mal. Okay. Ja. Aber wir machen jetzt einmal eine 1. Das reicht, glaube ich, passt. Wir machen jetzt eine 1. So. Jetzt, glaube ich, dürfte das Ganze klappen, oder? Nee, immer noch nicht. Weil ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht, ne? Hm.
Ah, warte. Da. Oh, ich hab's geschafft, Leute. Ich glaube, ich hab's hingekriegt. Jo, ich hab's geschafft. Ich bin ein Genie. Nein, aber gut. Es wundert mich, ich hab's rausgefunden. Es lügt. Halleluja, er macht es wunderbar. Das heißt, ich sagte einfach, ja, Grubbern Unterstrich Feld Nummer 1, ich sage einfach, es ist die 81. 5 Meter. Passt, nimm mal so an. Ach, warte, stopp. Das. Leute, weiß nicht, was heute los ist. Ich bin halt auch blind, ne? Das Feld hier ist schon gegruppert. Ja. Das heißt, wir müssen eigentlich das hier gruppern. Ja. Das ist natürlich 1A mal wieder von mir gewesen. Jetzt muss ich. Steht halt auch alles im Weg irgendwie, ne? Also. Heute ist mir wie. Nee, heute ist wirklich nicht mein Tag. Zuerst vergessen, oh ja, ich brauche ja Einzelkorn, dann das und dann, oh nein. Sorry Leute, das ist heute irgendwie so verplant ist, ich weiß nicht wieso. Aber es geht eigentlich, es ist eigentlich Wochenende, da sollte man eigentlich ein bisschen entspannt sein. Aber anscheinend hat mich die Woche zu stark gefordert. Gut möglich. So, warte mal. Ja, das ist jetzt trotzdem der falsche Kurs. Nee. Weg, so. So, warte mal, wir brauchen die 80. Haben wir keinen Kurs? Keinen Kurs. Haben wir echt keinen Kurs? Ist doch die 80, oder? Ja, ist die 80. Gut, das heißt, ich mache nochmal schnell an. Kein Problem. Da brauche ich ja nicht speichern. Feld 18, sagt sie passt. Los. Okay, gut, wünsche ich dir viel Spaß. Ja. So. Lege was mal. Ja. Macht er das, was er machen soll? Nein! Wieso machst du dazu? Kursgenerierung. Feld 80. Du hast kaputt gemacht? Ich will nur, eigentlich nur, dass er das Stückchen hier gruppert. Warte mal. Wir schließen das einmal komplett. So. Maler, das muss eigentlich jetzt hier nur gruppern. Wenn er nicht will, dann mache ich einfach nur einen Helfer rein. Ist auch kein Problem. So. Hier ist er aber. Nee. Wieso macht er das so? Nee, das soll ich eigentlich nur die 80. Kann das sein, dass durch das, dass ich es ihm einmal gesagt habe, dass das jetzt ein Feld ist, hat er sich jetzt gesagt, ja, dann machen wir das ganze komplette Feld einmal, oder? Kann natürlich sein. Gut, das heißt, ich hau da schnell einen Helfer rein. Ich hoffe, der macht's auch. Ja, da dürfte es schon hinkriegen. Das heißt, machen wir nochmal schnell vom Phantom Motor aus. Braucht er deswegen nicht die ganze Zeit laufen. So. Ja, jetzt braucht der Trash, der macht das hoffentlich und wenn nicht gegen irgendeinen Baum. Ansonsten kriegen wir eine Meldung, also. Ich glaube, der dürfte es schaffen. So, Motor an. Dann packen wir mal das Schneidwerk da drauf. Nee. Aber die Zeit ist tatsächlich auch schon wieder rum, alles. Die Zeit ist so schnell vergangen wieder mal. Ich darf mich für euch fürs Zuschauen dann auch schon mal wieder bedanken, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Aber wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, auch wenn es heute ein bisschen chaotischer war, ich weiß nicht. Habe ich schon gesagt, ich weiß nicht wieso, aber ich entschuldige mich nochmal mehrmals. Oder vielmals so. Ja, das hat ja gut geklappt. Au.
Das kann tatsächlich meine Schuld gewesen sein, weil er da im Weg steht. Kümmere ich mich gleich drum. Aber ja, was ich noch sagen wollte, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen restlichen Samstag und ein schönes restliches Wochenende. Genießt euch, bevor die Arbeit wieder losgeht. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann heute nochmal zu einer weiteren Folge auf, oder zu einer weiteren, ja, weiteren Folge auf der Gemeinde Rade. Und ja, bis dahin wünsche ich euch allen noch dann einen wunderschönen restlichen Samstag und bis morgen. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Hilfe, ich hänge fest. Muri. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be